darf alle recht herzlich begrüßen an den Bildschirmen zum heutigen OVG-Vertrag. Freut mich sehr, dass wieder viele den Weg gefunden haben in den digitalen Raum. Wir sind nach wie vor digital unterwegs aufgrund der Covid-Situation und freut mich sehr, dass sich da viele Zeit nehmen heute für einen spannenden Vortrag, wo es um kinematische Datenerfassung geht von diversen Plattformen. Mein Name ist Lothar Eisen und ich mache mit meiner Kollegin Alexandra von Behringer die UVG-Vorträge. Also schauen Sie bitte regelmäßig rein auf die uvg.at-Seite, welche Vorträge wir hier in Wien anbieten. Und es gibt auch im Rest von Österreich auch noch andere Standorte, wo es Vorträge gibt, die zum Teil auch digital sind. Also auch die können Sie gerne besuchen. Vielleicht ganz kurz, bevor ich dann den Vortragenden vorstelle, die Spielregeln für heute. Es ist so, dass wir die Personen im Call gemutet haben, weil es doch viele Leute sind. Sie können aber gerne während dem Vortrag oder nach dem Vortrag in den Chat Fragen stellen. Den Chat, den kann man aktivieren, wenn Sie unten an der unteren Seite schauen und mit der Maus drüber fahren, gibt es irgendwo ein Chat-Symbol. Da können Sie den Chat öffnen und da kann man dann jederzeit Fragen reinstellen, die ich dann nach dem Vortrag an den Vortragenden stellen werde. Ja, und da sind wir auch schon beim Thema, beim heutigen Vortrag. Ich freue mich sehr, dass ich Diplom-Ingenieur David Monetti begrüßen darf. David Monetti von der Firma Skyability, der uns heute etwas über UAV im Einsatz mit kinematischer Datenerfassung erzählen wird. David Monetti selbst ist Geschäftsführer bei der Skyability GmbH, ist von der Ausbildung her aus dem Wirtschaftsingenieurwesen kommend und hat dann nach einigen Kooperationen den Weg zu Skyability gefunden und ist dort speziell im Bereich kinematische Datenerfassungssysteme zuständig, wickelt dort einige spannende Projekte ab. Und die Skyability ist ein Anbieter, die sehr viele Sensorsysteme betreiben, um kinematische Daten zu erfassen und daraus Produkte zu rechnen. Und heute in seinem Vortrag wird er uns einiges zeigen, wo es speziell um die Abbildung der Umgebung mit bildgebenden und scannenden Verfahren geht. Und zwar in einer kinematischen Spielart von unterschiedlichen Plattformen. Der Schwerpunkt liegt auf der Trägerplattform Drohne, aber ich denke, da wird auch im Vortrag noch anderes zu sehen sein. Es ist, denke ich, sehr spannend. Er wird uns ein bisschen was über die Vor- und Nachteile erzählen, wenn man solche Datenerfassungsmethoden einsetzt, auch wie leistungsfähig die Systeme sind. Und ich denke, es ist ein sehr spannendes Thema, denn es passt zum Zahn der Zeit der Vermessung. Es geht viel in die Richtung Punktwolke und Bilder. Und ich denke, für alle, die im Call sind, wird es sehr, sehr spannend, was David Monetti zu bieten hat heute im Vortrag. Und damit würde ich sagen, lieber David, herzlich willkommen bei uns. Ich würde dich bitten, dass du mal den Bildschirm teilst. Und dann würde ich sagen, the floor is yours. Bitte zeige uns, was du heute in deiner Präsentation vorbereitet hast. Und danke auf jeden Fall schon mal für deine Zeit. Ja, das Danke gilt auch gleich einmal von meiner Seite. Herzlich willkommen zu meinem Vortrag UAV im Einsatz mit kinematischen Datenerfassungssystemen. Mein Name ist David Monetti, ich bin Geschäftsführer der Skyability GmbH. Die Firma Skyability GmbH sitzt ganz im Osten von Österreich in Siegendorf, das heißt im Burgenland gleich neben Eisenstadt. Und wir dürfen uns seit 2015 intensiv mit Sensoriken, mit bildgebenden Sensoriken, die wir am Schwerpunkt der Drohne einsetzen, beschäftigen. Zu Beginn noch danke, Lothar, für das nette Intro. Danke an das Team von OVG, die das ermöglichen, dass wir uns heute hier präsentieren dürfen. Ich glaube, wir haben ein paar interessante Projekte in der Vergangenheit abwickeln dürfen. Ich glaube, wir sind auch gerade an sehr spannenden Projekten dran. Wir beschäftigen sich sehr intensiv mit neuen Technologien, mit neuen Sensoriken, die wir auf unseren Drohnenplattformen integrieren können, wo wir in naher Zukunft oder auch in längerer Zukunft das Potenzial sehen, auf effiziente Art und Weise flächenhafte Daten aus den unterschiedlichsten Perspektiven. Der Lothar hat es eh auch schon genannt. Wir sehen uns zwar im Kern als Drohnendienstleistungsunternehmen, haben aber sehr schnell gelernt, unabhängig von den Plattformen die Sensoriken einzusetzen, damit wir im Best Case einen gesamtheitlichen Abdruck des Interessensgebietes, der Aufgabenstellung bekommen können. Die Firma Skyability hat sich in den letzten Jahren mit dem Beginn in der Unternehmung, sich mit der Drohnentechnologie als Trägerplattform in Form von einer technischen Dienstleistung auseinanderzusetzen,
in unterschiedlichen Schwerpunkten stark entwickeln dürfen. Sicherlich zählt als der Schwerpunkt schlechthin die Drohnenkompetenz selbst eine zentrale Rolle. Die Drohnentechnologien, ich glaube, viele von Ihnen verfolgen das auch aufmerksam, die entwickeln sich rasend schnell. Ich denke da selbst an meine Jugend zurück aus der Modellfliegerei, wo eigentlich Elektromotoren, elektrobetriebene Flugkörper nicht wirklich spannend waren. Heutzutage betreiben wir Drohnensysteme bei SkyAbility bis 42 Kilogramm. Diese Systeme können mit Payloads bis 13 Kilo bis zu einer halben Stunde in der Luft sein. Alleine dies zeigt, wie rasend schnell sich hier die Technologie weiterentwickelt, wo ich auch heute im Vortrag später dann noch zurückkommen werde, um hier ein bisschen aufzuzeigen, wie wir uns damit auseinandersetzen, wie wir die einsetzen. Drohnendienstleistung als Trägerplattform per se selbst stellt für uns noch nicht wirklich ein Geschäftsfeld dar. Das heißt, die SkyAbility beschäftigt sich sehr stark in der Drohnendienstleistung als Dienstleister von Mapping-Aufgaben, von bildgebenden Sensoren. Das heißt, wir sind bei SkyAbility mit einem klaren Fokus auf bildgebenden Systemen unterwegs, die uns es ermöglichen, Interessensgebieten in Form von im ersten Schritt meistens Punktwolken möglichst exakt nachzubilden. Wir tun dies aber auf unterschiedlichen Plattformen, das heißt, wir sind auf Drohnensysteme, auf UAV-Systeme unterwegs, wir tun das auf Fahrzeugen, wir tun das auf Booten. Wir switchen, wenn die Drohne heutzutage noch unwirtschaftlich erscheint, teilweise auf Helikopter, das heißt, diese Sensoriken erlauben uns eine gewisse Spielwiese, auf der wir uns bewegen können, dass wir die immer bestmöglich für das Projekt, bestmöglich effizient und auch mit dem klaren Ziel, hochwertige Qualität dann und den Anspruch im Projekt genügen zu können, einzusetzen. Parallel dazu beschäftigen wir uns sehr stark mit dem Thema Inspektion, gerade was die RGB und Multispektral- und Thermografie-Sensoriken ermöglichen. Das heißt, hier kommt die Drohne vor allem dann zum Zuge, wenn sie uns die perfekte Perspektive für die jeweilige Aufgabenstellung bietet. Beispielsweise sei zum Beispiel die Inspektion von Windrädern genannt. Da ist die Drohne natürlich eine hervorragende Plattform, weil mit der Drohne hier jede Stelle eines Windrades sehr gut angeflogen werden kann und dann über unterschiedlichen Sensoriken sehr gut inspiziert auf etwaige Schäden, die durch zum Beispiel Blitzeinschlägen oder Vogelschlag entstanden sind, zu inspizieren. Das führt dazu, dass wir sehr viele Daten sammeln. Und diese Daten liefern uns im ersten Schritt leider nicht die Information, nach der wir eigentlich suchen. Das heißt, die SkyAbility beschäftigt sich auch sehr stark in der Informationsextrahierung aus der Rohdatenmenge, die uns die Sensoriken im ersten Schritt liefern. Das heißt, ein zentraler Schwerpunkt des SkyAbility ist auch die Verarbeitung dieser Daten. Über die Jahre hinweg haben wir uns auch sehr toll als Forschungs- und Entwicklungspartner entwickeln dürfen und stecken derzeit in unterschiedlichen Forschungsaktivitäten drinnen, die von UAV Rescue Anwendungen bis hin zu wirklichen Forschungsfragen, die uns technologisch die Zukunft auch gewisserweise sichern soll, mit drinnen. Die SkyAbility mit Sitz in Siegendorf beschäftigt derzeit 9 Mitarbeiter. Wir sind stolz darauf, dass wir auch 2 Frauen für uns gewinnen haben können. Wir sind eine sehr technisch getriebene Firma, wo es oftmals gar nicht so leicht ist, weibliche Mitarbeiterinnen zu gewinnen. Ich möchte jetzt hier hervorheben, links unten, das ist die Julia. Die Julia ist bei uns in der Datenverarbeitung ganz stark drinnen. Da sind wir sehr, sehr stolz drauf. Kinematische Datenerfassungssysteme. Was verstehen wir bei SkyAbility als kinematische Datenerfassungssysteme? Wir verstehen darunter Erfassungssysteme, die sich im Interessensgebiet zum einen einmal bewegen. Das heißt, wir bewegen uns je nachdem, ob das jetzt ein Laserscanning-System oder ein Fotokamerasystem ist,
in einem meist vorab sehr klar vorprogrammierten Flugpfad einer Trajektorie, die sicherstellen sollen, dass wir ganzheitlich und vor allem lückenlos den Bestand, das Interessensgebiet aufnehmen. Dabei erkennt man hier auch schon sehr gut, dass die Perspektive extrem wichtig ist. Das heißt, das Drohnensystem liefert uns eine Möglichkeit, Sensoriken aus einer Perspektive zu betreiben, wo wir einen sehr guten Blick von oben möglichst ganzheitlich auf das Interessensgebiet bekommen. Wo wir aber klar Einschränkungen sehen, ist das dann einfach, wenn wir dann irgendwann in die Indoor-Anwendung kommen oder wenn wir unter Bauwerken uns bewegen. Das heißt, wir müssen uns dann irgendwo auch ein Stück weit von der Drohne lösen. Wir springen dann auf Fahrzeuglösungen über oder auf Bootlösungen, wo wir uns dann aber wieder auch dynamisch im Raum bewegen, das möglichst nach einer geplanten Route, um hier mit gleichbleibender Qualität, mit gleichbleibender Auflösung das Interessensgebiet bestmöglich abbilden können. Die Sensoriken ermöglichen uns hier eine gewisse Spielwiese. Wenn man jetzt an das Bild zurückdenkt, dann sieht man hier jetzt die Realisierung dessen, was Skyability tagtäglich tut. Das heißt, wir bestücken in erster Linie unsere Drohnensysteme projektabhängig mit den uns zur Verfügung stehenden Sensoriken oder auch Sensoriken, die wir von unseren Partnern, von unserer Auftraggebung zur Verfügung gestellt werden, um die jeweiligen Anforderungen erfüllen zu können. Kurz weg an dieser Stelle, Skyability beschäftigt sich sehr stark mit Laserscanning-Systemen der Firma Riegel, weil wir einen klaren Fokus für uns getroffen haben, dass wir Scanning-Systeme einsetzen wollen, die auf laufzeitbasierender Range-Erfassung basieren, die uns ermöglichen, mehrzielfähige Echos, Ziele erfassen zu können. Das heißt, man sieht es dann auch noch später in meinem Vortrag, gerade in der Natur, wo Skyability sich vorwiegend aufhält, Baustrukturen auch in einer Umgebung erfassen zu können, wo wir mit Vegetation zu kämpfen haben. Das heißt, man sieht ja die Realisierung von Integration bei Skyability auf dem Fahrzeug. Wir springen teilweise auf den Helikopter. Wir sehen die unterschiedlichsten Drohnenanwendungen, wo wir Kamerasysteme zusätzlich natürlich nach unten ausgerichtet oder auch oblique, das heißt seitlich ausgerichtet, zum Flugpfad, zum Scannersystem integrieren und bewegen uns dann oder auch mit dem Boot mit meist einer vorprogrammierten, mit einem vorausgeplanten Flugpfad, Bewegungspfad mit einer kontinuierlichen Geschwindigkeit durch das Interessensgebiet, um hier bestmöglich die Aufnahme gewährleisten zu können. Die Drohnensysteme, so wie wir sie bei Skyability einsetzen, die haben sich in den letzten Jahren aus meiner Sicht gravierend und mit einer unfassbaren Geschwindigkeit entwickelt. Wir haben mit 2015 die Unternehmung Skyability gestartet. Da war so das Credo oder der allgemeine Konsens da, ja, wir haben Drohnensysteme zur Verfügung, die erlauben es uns, mit 5 Kilo Abflugmasse für 5 Minuten in der Luft zu bleiben. Mittlerweile haben wir Drohnensysteme im Einsatz, die es uns erlauben, mit maximalen Abflugmassen von 42 Kilogramm uns im Projektgebiet zu bewegen. Wir stellen hier Bordspannungen von über 50 Volt zur Verfügung und können Payloads mit 13 Kilogramm bis zu einer halben Stunde im Interessensgebiet bewegen. Das heißt, die Drohnensysteme sind aus meiner Sicht mittlerweile an einer Stelle angekommen, wo wir im Sichtflug, das heißt, die Drohne bewegt sich in einen Radius zum Piloten, wo die Drohne immer eindeutig in der Fluglage erkannt werden kann, mit ausreichender Flugzeit, dass dieses Gebiet, in der sich der Pilot aufhält,
mit nur einem Flug mit diesen Sensoriken, die wir bei Skyability einsetzen, das ist zum einen Fotoflug oder Laserscanning, mit nur einem Flug bereits erfasst werden kann, was natürlich für die Erfassungseffizienz für größerflächige Befliegungen einen klaren Vorteil darstellt. Man sieht hier kurz schematisch, wie sowas aussehen kann. Ja, man sieht hier zum einen einen weißen Flugpfad. Der weiße Flugpfad veranschaulicht den Flugpfad von einem Drohnensystem, was mit einem Regelwuchs-Scanner, das heißt einem Rotlichtscanner, der ein linienhaftes Aufzeichnungsverfahren hat, sich über das Interessensgebiet, über die vorbereitete Flugpfad hier fortbewegt. Wir tun dies meist in Flughöhen von 80 bis 120 Meter über Boden. Die Flugbahn wird so programmiert, dass die Drohne möglichst konstanten Abstand zum Boden hier innehält. Das heißt, sie folgt dem Gelände und fliegt hier mit zwischen 5 und 8 Meter pro Sekunde über das Interessensgebiet weg. Parallel dazu sieht man hier im Projekt den violetten Flugpfad. Der violette Flugpfad stellt den Flugpfad von einem Drohnensystem dar, das mit einem Grünlichtscanner ausgestattet ist, das hier einem Flusslauf gefolgt ist. Das heißt, wir sehen hier auch parallel dazu ein klassisches Korridor-Mapping. Das heißt, die Drohne wird vorab so auf einen Flugpfad gesetzt, dass dieses Scanning-System eine bestmögliche Perspektive für das Bachbett bekommt, dass hier bestmögliche Daten auch aus dem Bachbett entstehen können. Kurz zu den Scanner-Systemen. Wir bei Firma Skyability setzen hier auf laufzeitbasierende Scanner-Systeme mit dem Schwerpunkt Mehrzielfähigkeit ein. Hier kommen Scannersysteme der Firma Regel zum Einsatz. Hier ganz kurz schematisch erklärt, was wir darunter verstehen. Aus einem einzelnen Schuss, aus einem einzelnen Laserimpuls ist es möglich, mehrere Echos herauszulesen. Das heißt, wenn wir in der Natur unterwegs sind, können wir aus dem einzelnen Schuss Informationen von der Position der Baumkrone, aber auch wie hier dargestellt der Wasseroberfläche oder auch beispielsweise den Untergrund des Bachbettes hier auslesen. Man sieht hier links schematisch in einem einzelnen Schuss die Aufzeichnung gesampelt über das Rangegate in so einem Aufzeichnungsfenster. Jeder Peak in diesem Schuss stellt so ein Echo dar. Das heißt, durch diese Technologie ist es uns möglich, flächenhaft auch in schwierigen Situationen sehr gute Repräsentation in Form von einer Punktwolke des Interessensgebietes zu bekommen. Ich erlaube mir auch ganz kurz hier noch einmal die Gegenüberstellung zu machen zwischen Fotobefliegung und Laserscanning-Befliegung. Man sieht hier in der ersten Zeile das Ergebnis einer Fotobefliegung in Form eines Profilschnittes durch die Punktwolke der Fotogrammetrie im Vergleich zur unteren Zeile, wo wir die Punktwolke eines Profiles sieht, eines Laserscanning-Fluges, der Laserscan-Drohne, die man auch rechts daneben erkennt. Zur Erklärung der letzten Folie sehen wir, dass wir im Laserscanning mit Mehrzielfähigkeit Eigenschaft Punktwolken bekommen, aus denen wir auch die topografische Information des Geländes, aber nicht nur des Geländes, und das werde ich auch noch später deutlicher herzeigen, Baustrukturen unter verwachsenen Elementen bekommen können. Begrenzt bekommen können, wir können nirgends durchsehen, aber aufgrund des stetigen Perspektivenwechsels der Drohne, aufgrund der hohen Schussraten, das Scannersystem schießen heute bis 550 kHz an Daten runter, das heißt, wir rasten hier den Quadratmeter mit 50 bis 150 Punkten am Quadratmeter ab, ergeben sich Situationen, wo der einzelne Strahl
teilweise durch das Blattwerk den Weg findet bis auf den Boden hinunter, um uns so auch die topografische Information des Geländes darunter liefern zu können. Wir sehen einen klaren Vorteil auch in dem kinematischen System von Laserscannen, was die Qualität der Punktwolke an sich anbelangt. Kurzum könnte man an dieser Stelle sagen, der Fotoflug bei SkyAbility findet vorwiegend Platz oder Einsatz für Aufgaben der Inspektion, aber auch den Einsatz für die Produktion von Orthofotos. Wenn wir am Objekt selbst, an der Geometrie des Objektes selbst interessiert sind, setzen wir auf die Technologie des Laserscannings. Warum? Man sieht hier ganz eindeutig die Gegenüberstellung Fotopunktwolke zu Laserscan-Punktwolke. In der Fotopunktwolke sehen wir klare oder deutlichere Ungenauigkeiten gegenüber der Laserpunktwolke, weil die Fotoaufnahmen sehr stark beeinflusst sind von den unterschiedlichen Lichtbedingungen, aber auch von den Oberflächen. Hier noch einmal ganz kurz auch in einem kurzen Video gegenübergestellt von diesen Schnitten, die ich gerade hergezeigt habe, ein Beispiel Tabakfabrik in Linz. Da kennt man sehr gut, oder ich hoffe, das kommt jetzt auch so gut rüber, den Unterschied von der Information unter der Vegetation, wo man im unteren Video ganz klar sieht, dass das hier eindeutig stark verloren geht. Das UAV-Mapping oder die Perspektive des UAVs sehen wir auch deshalb als so interessant an, weil wir im Verhältnis zur bemannten Fliegerei sehr niedrige, relativ niedrige Einsatzhöhen mit dem kinematischen System vorfinden. Das heißt, wir bewegen uns zwischen 50 bis 120 Meter über Boden, je nachdem, wie man die Aufgabenstellung parametrisiert, und bekommt dadurch eine sehr tolle Perspektive auch auf aufstrebende Mauerwerke. Ich habe hier aus dem gleichen Interessensgebiet hier eine Profilschnitte auch mit, wo wir den Vergleich zwischen eines Laserscanning-Flugs aus 900 Meter versus einem Laserscanning-Flug, wo jetzt in der unteren Zeile dargestellt ist, eines Scannersystems aus 90 Meter. Ich glaube, man kann hier sehr eindeutig und sehr klar erkennen, dass beim Laserscanning auf UV getragen, aufgrund der niedrigen Fluglage und aufgrund der deutlich besseren Perspektive, aber auch dem 360-Grad-Aufnahmevermögen, aufstrebende Mauerwerke in so einem Szenario sehr gut erfasst werden können. Man sieht das, glaube ich, sehr eindrücklich auch hier noch einmal in dem Bild von den beiden Punktwolken. Da lässt sich ganz klar auf einen Blick sehr deutlich erkennen, welcher Unterschied sich hieraus ergeben. Das zuletzt Gezeigte sieht man auch hier jetzt dann noch einmal als 2D-Visualisierung im klassischen Sinne. Links das digitale Oberflächenmodell und rechts das Geländemodell, wo jetzt wirklich der Charme dieses UAV-Mappings aus unserer Sicht ganz klar drinnen liegt, ist jetzt im mittleren Bild dargestellt, wo man bereits jede Mauerstruktur, jedes aufstrebende Mauerwerk sehr eindeutig erkennen kann. Die Szenarien können sehr unterschiedlich aussehen, wie wir das einsetzen. Hier ein Beispiel von, wo sehr unterschiedliche Plattformen zum Einsatz gekommen sind. Klassischerweise hier für ein Beispiel für ein anstehendes Projekt einer Fahrbahnplattenerweiterung. Das heißt, die Drohne hat hier geholfen, die Daten zu sammeln, um das Umland, um die Topografie, um das Bauwerk aufzunehmen. Das Fahrzeug hat geholfen, um das Bauwerk aus der Nähe, die Fahrbahnplatte sehr exakt aufzunehmen. Und ergänzend hat hier
auch noch ein terrestrischer Laserscanner geholfen, die Untersicht des Bauwerks aufzunehmen. Das heißt, es war aus diesem Datensatz dann möglich, ganzheitliches BIM-Modell abzuleiten und eine gute Planungsgrundlage für die anstehende Farbenplattenerweiterung zu liefern. Ein anderes sehr beeindruckendes Projekt, das wir durchführen dürfen, wo es hier auch als Kombination verschiedenen Plattformen gekommen ist, ist die Aufnahme von einer ganzen Stadtgemeinde, die Fusionierung von Laserscan-Daten, aber auch Fotodaten führt dazu, dass man das gesamte Interessensgebiet sehr hochdicht in einer sehr hohen Qualität aufgenommen bekommt und damit einen Datensatz zuhanden hat, aus dem man unterschiedliche Vermessungsaufgaben, wenn man das so benennen möchte, umsetzen kann. Neuerdings setzt sich Scalability im Bereich der kinematischen Datenerfassung auch nun mit Scannersystemen aus, mit einer sehr speziellen Wellenlänge. Wenn wir an Laserscanning denken, dann denken wir im ersten Schritt an Scannersysteme, die Wellenlängen einsetzen, wo wir keine Information von einem Wasserkörper uns erwarten dürfen. Neuerdings oder seit einem Jahr nun setzen wir auch ein Scannersystem ein, das eine Wellenlänge verwendet des Lichtes, das uns auch Informationen des Gewasserbettes liefert. Ich spreche auch ganz gern kurz darüber, weil es wirklich noch sehr jung ist oder es auch sehr jung ist, dass es auf der Drohne eingesetzt wird. So ein Scannersystem, das hat 13 Kilo, das ist das VQ48G der Firma Regel, mit dem es uns möglich ist, Aufnahmen zu machen, die bis zu einer 2,5-fachen Sichttiefe des Gewässersbettes uns erlaubt. Wir haben hierzu schon unterschiedlichste Szenarien, unterschiedlichste Gewässer erfassen dürfen. Ich habe hier beispielsweise drei Profile mitgenommen. Zwei Profile davon sind welche, die wir von Scalability machen durften. Und ein drittes habe ich mitgenommen, weil es hier das maximal erzielte die maximal erreichbare Eindringung darstellt. Im linken Bild sehen wir einen Flusslauf in Oberösterreich, wo wir sehr, sehr überrascht waren über die Eindringung, die man hier erkennen kann. Man hat auch links hier eine Skala dazu. Bei sehr klaren Wasserbedingungen rechts oben sehen wir die Aufnahme vom Rhein, wo wir auch bei sehr trüben Gewässerbedingungen Aufnahmen bis 3 Meter zusammenbringen haben können. Das heißt, das UAV ermöglicht uns den Einsatz oder ermöglicht uns dieses Scannersystem so perfekt auf das Gewässer einzusetzen, was Flughöhe, Fluggeschwindigkeit, Flugbahn anbelangt, dass wir mit diesen neuen Scannersystemen hervorragende Eindringungen bei Gewässern zusammenbringen können. Das heißt, auch für Gewässeraufgaben ist es mittlerweile möglich, Repräsentationen in Form von Punktwolken, hier sieht man es auch noch einmal fusioniert mit RGB-Daten, zu bekommen. Das heißt, man erhält einen topografischen Datensatz, einen flächenhaften topografischen Datensatz, der uns sehr hoch aufgelöst. Wir sind da auch wieder in Punkten pro Quadratmeter höher 100, 200 Punkten am Quadratmeter definitiv unterwegs, um hier die Geländestruktur exakt nachbilden zu können. Die Aufgabenstellungen, die Anwendungen dahinter sind sehr, sehr unterschiedlich. Oftmals stehen da Gefahrenzonenpläne im Hintergrund, was für uns als Scalability bedeutet, zum einen ein Corridor-Mapping entlang von Gewässer, aber auch eine flächenhafte Aufnahme, um auch das Vorland und das Hinterland hier mit aufzunehmen.
kann auch sein, dass verschiedene Szenarien aufgenommen werden, wo Geländebewegungen auch damit gemonitort werden. Das heißt, hier sind einfach diese Scannersysteme eigentlich nicht mehr hinweg zu denken, um hier auch Bewegungen, Geschiebebewegungen, aber auch Geländebewegungen in einem regelmäßigen Abstand sehr kostengünstig und sehr schnell und vor allem mit kurzen Vorlaufzeiten zu erfassen. Ich habe jetzt noch ein paar Slides über Projekte drüber, die ich kurz herzeigen möchte, um einfach um die Möglichkeiten kurz auch aufzuzeigen, wie verschieden das aussehen kann. Das kann sein von Rückstaubereichen in Kraftwerksanlagen bis hin zu wirklich tiefen Schluchten, wo es sonst nur sehr, sehr schwierig wäre, diese Daten zu erfassen, hier ein exaktes topografisches Abbild zu bekommen oder auch gerade was Überschwemmungsgebiete anbelangt. Ich habe schon darüber gesprochen heute, dass es uns sehr gut möglich ist, aufstrebende Mauerwerke mitzubekommen, dass das abflussrelevante Elemente stecken irgendwo auch in den Daten mit drinnen. Daraus können dann Simulationen gebildet werden, um hier eine Aussage zu bekommen, welche Maßnahmen getroffen werden müssen. Oder auch bei Szenarien, wo kurzerhand ein Hangrutsch entsteht, wo es eine Dokumentation braucht, eine exakte Repräsentation darüber, was hier passiert wird. Oder auch um hier Anschlussmasse an ein Bauwerk zu liefern, wo der Zustand des Bauwerks nicht bekannt war. In der Industrie findet es Anwendung, das heißt Aufnahmen von ganzheitlichen Industriekomplexen, das kann beflogen werden, das kann befahren werden, das kann aber auch mit zusätzlichen Lösungen ergänzt werden, um hier vollinhaltliche Repräsentation zu bekommen. Drohnen eignen sich sensationell gut in Bergen einzusetzen. Das sind richtige Arbeitstiere. Wir fliegen damit in Skigebieten von normalen von niedrigen Lagen bis auf sehr hohen Lagen. Unsere Drohnensysteme waren bereits bis auf knapp 3000 Meter über See unterwegs, von Geländeaufnahme, aber auch bis hin zu Schneeauflagen, dass diese erfasst werden. Ja, man sieht hier ganz, ganz kurz die Auflage auf einem Lawinenhang, wo man hier diese zwei Ebenen rechts oben erkennt und auch farblich schematisch dargestellt, wo hier die größten Schneeverwechslungen drinnen sind. Ich hätte noch einiges herzuzeigen. Leider haben wir zeitlich gesehen, glaube ich, schon langsam das Ziel erreicht. Wir Skyability sehen die Drohnentechnologie als eine mögliche Plattform im Einsatz kinematischer Datenerfassungssysteme. Wir sehen die Drohne oder stark wachsen. Das heißt, nicht nur in unseren Bereichen werden wir in Zukunft vermehrt Drohnensysteme unterwegs sehen. Sie ermöglichen uns einfach den perfekten Blick, den Blick fürs Wesentliche und liefern uns damit für die Interessensgebiete, für die Projekte, für die Fragestellungen, wo wir beauftragt werden, mit den Technologien perfekte Informationen. An dieser Stelle bin ich nun wirklich am Ende. Ich danke für Ihre Aufmerksamkeit. Jawohl, danke lieber David. Danke für den Einblick in eure Firma und auch die vielseitigen Tätigkeiten, die ihr macht. Ich glaube, waren beeindruckende Beispiele, auch aus ganz, ganz vielen verschiedenen Projekten mit unterschiedlichster Sensorik. Sehr, sehr spannend, denke ich. Ja. Also danke mal dafür, für den Vortrag und deine Zeit. Und jetzt der Hinweis, man kann den David auch Fragen stellen und diese bitte in den Chat stellen. Den Chat nochmal findet man unten in der Leiste irgendwo, wo man aktivieren kann. Und dann da gerne Fragen reinstellen. Ich werde es jetzt dann durchmoderieren. Ja. Eine Frage ist schon reingekommen.
Und zwar leiten Sie die Flächenmodelle bzw. Volumensmodelle selber aus den Punktwolken ab? Falls ja, wie nehmen Sie die Segmentierung vor und mit welcher Genauigkeit darf man rechnen? Ja, danke für die spannende Frage. Definitiv ja. Also in der Prozessierungspipeline entsteht im ersten Schritt einmal möglichst exakte Repräsentation in Form von einer Punktwolke. Und diese Punktwolke soll ja auch dann geschlossen werden, um ein Flächenmodell erhalten zu können. Und die Segmentierung dann ist dann immer gar nicht mal so eine leichte Aufgabe, um es ganz ehrlich zu sagen. Mir fallen dir beispielsweise Lagerstätten von Auftraggebern ein, mit denen wir dann im ersten Schritt einmal ein Orthofoto übermitteln, wo uns der Auftraggeber uns dann selbst dann sagt, okay, dieser Haufen, der gehört in dem Bereich abgegrenzt, weil die teilweise sich miteinander berühren und es erfolgt dann über eine 2D-flächenhafte Segmentierung dieser Flächen und so wird dann stückweise das Volumen aus diesen Daten herausgenommen. Weil es ist nicht leicht, hier eine Trennung herbeizuführen, vor allem wenn sie sich berühren, ganz klar, oder wenn es auch dann wirklich um eine 3D-Auftrennung gehen darf. Stellt eine gewisse Herausforderung dar, definitiv. Vorwiegend manuell ist eine ehrliche Antwort dazu. Doch noch challenging. Danke, David, für die Antwort. Ich hoffe, das war die Klärung der Frage. Eine weitere Frage gibt es von Gottfried Mantelburger. Hallo, Gottfried. Wenn ihr die Sensorik auf andere Plattformen montiert, also zum Beispiel Auto, Boot, Eisenbahn, wie lange dauert das, bis man wieder ein einsatzfertiges System hat? Stichwort auch Thema Kalibrierung, Leverarms, Bestimmung. Also wenn ihr umbaut, wie lange dauert das? Es kommt darauf an. Bei den Plattformen, die wir regelmäßig im Betrieb haben und die auch gut beherrschen, können wir sehr, sehr schnell sein. Also es kommt auch vor in Projekten, dass das System jetzt beispielsweise auf der Drohne gerüstet ist. Man fährt ins Projektgebiet, macht seine zwei, drei Flüge, die das Projektgebiet braucht und baut im Projektgebiet auch noch das Scannersystem auf das Fahrzeug und man macht die Befahrung am selben Tag. Setzt aber voraus, dass man die Plattform auch versteht im Sinne von Leverarms, Kalibrierung etc. Ansonsten geht dem voraus schon auch eine gewisse Vorlaufzeit. Definitiv braucht es dann mehr. Okay, danke für die Antwort. Können gerne noch weitere Fragen gestellt werden. Ich mische mich mit meiner rein. Und zwar, du hast gezeigt, der Fusion von verschiedenen Datensätzen, dass dieses Beispiel von der Brücke gehabt, wo ihr mit dem Fahrzeug drüber gefahren seid, mit der Drohne geflogen seid fürs Gelände und mit dem TLS-Scanner für die Untersichten. So, jetzt habe ich da unterschiedlichste Datenquellen und du hast die alle quasi in einem großen Projektraum zusammengebracht und da stellt sich natürlich die Frage der Georeferenzierung. Arbeitet sie hauptsächlich mit Passpunkten oder auch sehr viel mit ICP und Punktwolke ineinander schwimmen lassen? Oder wie stellt sie bei solchen Projekten sicher, dass diese unterschiedlichen Datenquellen zueinander finden? Ja. Ich glaube, wir müssen da auftrennen zwischen relativer homogenen Ausgleich zwischen den Technologien und dann den absoluten Ausgleich hin zu einem Projektanschluss. Das versuchen wir immer ein Stück weit getrennt zu betrachten. Das heißt, wir gerade beim kinematischen System sind wir von der Trajektorie, die jetzt unsere Basis der Punktwolke herstellt, einmal abhängig. Das heißt, wir versuchen so gut wie möglich die Trajektorie einmal aufzunehmen und zu prozessieren. Das erfolgt in einem BPK-Prozess, ist GNSS-basierend über IMU. Und bringen dann über unterschiedlichste Methodiken, das kann von Streifenausgleich im Sinne von Strandversatz, kann aber auch sein dass es non-rigid, also auch, dass man eine zeitliche Adaptierung in der Trajektorie zulässt, passieren. Das heißt, da wiederum erfolgt dann der Abgleich auch von Punktwolke zu Punktwolke, von Streifen zu Streifen oder von Datenquelle zu Datenquelle, wenn man so sehen möchte.
dass man die möglichst in einen Ausgleich bringt. Und im nächsten Schritt wird dann gegenüber von einem Kontrollfeld im Sinne von Passpunkten, Passflächen, der Anschluss zum Projekt noch sauber hergestellt. Also wir versuchen das immer über die zwei Schritte zu machen, aus dem einfachen Grund, weil wir sehen, dass die Trajektorie, wenn alle Bedingungen gut waren, ein sehr hohes Gut für uns darstellt. Das heißt, wir wollen sehr, sehr spät, wir setzen sehr viel Vertrauen in die Trajektorie bei dem kinematischen System und wir wollen erst sehr, sehr spät dann uns ansehen, okay, wenn wir diese Ungenauigkeiten der Trajektorie im Sinne der Lage, aber auch im Sinne der Orientierung durch Mittelung herausgenommen haben, erst im zweiten Schritt uns dann ansehen, okay, wie viel fehlt uns jetzt wirklich noch zum Projektanschluss im Sinne der absoluten Ausgleichung. Okay, also stufenweises Verfahren, innere Genauigkeit ist wichtig und dann die externe Genauigkeit wird angepasst. Genau. Man darf ja auch nie vergessen, dass die Kontrolle der Anschluss über Passpunkte, Passflächen ja auch mit einer gewissen Qualität behaftet sind. Wir sehen es gerade bei Punktaufnahmen, oftmals ist es projektbedingt nicht anders möglich, als wie, dass man nur beispielsweise Passpunkte über GNSS-Systeme bekommt. Und da sehen wir schon teilweise den Vorteil dieser kontinuierlichen Aufnahme über die Trajektorie Punktwolken gegenüber Einzelpunkten, wo wir dann schon in der Höhe ein Streufeld drinnen haben, wo wir auf kleinen lokalen Bereichen, also wenn wir jetzt auf 2 Meter eine schöne Punktwolke sehen und dann sehen wir, der eine Passpunkt geht eher in die eine Richtung und der andere Passpunkt eher in die andere Richtung, was die Höhenbetrachtung anbelangt, dann ist es für uns auch wieder ein Stück weit hier ein Herausmitteln dieser Kontrollpunkte. Ja. Okay, danke für den Einblick. Dann haben wir noch eine weitere Frage von Gerhard Mabertil. Hallo Gerhard. Bezüglich des Beispiels der Rutschungen, die du gezeigt hast, in welcher Größenordnung waren die bisher nachgewiesenen Bewegungen? Die Bewegungen sind so groß, dass sie bis jetzt nicht schwer zu finden waren. Nachgewiesen, also wir maßen selbst das Kerbility nicht an, hier diese Informationen herauszulesen. Das heißt, wir liefern die Basisdaten über die Perioden und wir sehen auch, wenn wir dann mit einem hohen Zoom-Level in die Daten reinfahren, auch die Fehler, die einfach in unserer Datenaufnahme drinnen stecken, was jetzt einfach auch in der Scanner-Technologie, beispielsweise unterschiedliche Jahreszeiten, also die Vegetation ist unterschiedlich ausgebildet und, was wir da drinnen sehen. Die Aufgabe eines Geologen beispielsweise in diesem Projekt steckt dann gerade da drinnen, zu sagen, okay, das ist diese Tiefe, in die wir hineingehen, ab diesen Levels sehen wir, dass es Bewegung im Gelände an oder auch nicht. Was man schon, glaube ich, an der Stelle sagen kann, aufgrund dessen, dass wir sehr hochdichte Punktwolken aufnehmen, das heißt, diese Scanner-Systeme sind einfach so potent, dass sie im einfachen Überflug schon 50 bis 100 Punkte im Quadratmeter liefern. Durch die Überlappung haben wir noch einmal höhere Auflösung. Das heißt, dass wir sehr, sehr feine Bewegungen da drinnen schon erkennen. Also da ist es durchaus gang und gäbe, dass wir sehen, wenn jetzt irgendwo ein größerer Steinblock von 20 mit 20 Zentimeter sich der 10 Zentimeter bewegt hat, dann erkennt man sowas. Ja, also die Auflösung aus meiner Sicht ist sehr fantastisch. Wirklich anmaßen, das wirklich zu beurteilen, würde ich mir an dieser Stelle jetzt aber nicht, wo es da tatsächlich losgeht. Mhm. Dankeschön. Dann haben wir noch eine Frage von der Beatrice Löffler, die fragt, gibt es bereits Erfahrungen im Bereich Hochwasserbeobachtungen und Datenlieferungen für Modellierungen in diesem Bereich? Hochwasserbeobachtungen. Damit verstehe ich jetzt, dass man den Wasserspiegel zu dem Zeitpunkt erfassen soll. Habe ich das richtig verstanden? Müsste Beatrice Löffler noch mal kurz reinschauen. Ja, sie schreibt, das ist richtig. Einerseits Dokumentation, Fotobasierungen, definitiv ja. Andererseits volumenhafte Betrachtung, denke ich, wird insofern schwierig,
wenn man jetzt die Grünlichttechnologie ansprechen will, dass man dann wahrscheinlich mit sehr trüben Bedingungen zu tun hat. Das heißt, man wird hier kaum die Möglichkeit haben, wirklich die Wasseroberfläche und das Gelände darunter in einen Guss zu bekommen. Zweiteres ist ja auch, glaube ich, dann die Situation zeitlich sehr, sehr begrenzt. Das heißt, die muss dann sehr schnell agieren und sehr schnell sein. Wir als Careability sind als Dienstleister herangezogen worden, um Tage danach die Auswirkungen im Sinne von einer Beweisführung festzuhalten. Also eine Fotodokumentation ist dann oft auch schon sehr ausschlussreich, dass man in den Bildern sehr gut sieht, okay, wie hoch ist das Wasser gestanden, wo hat sich die Vegetation niedergelegt aufgrund der Strömungsverhältnisse im Wasser und, und. Also dahingehend hat es schon Beauftragungen gegeben, ja. Danke für den Einblick. So, wenn es noch Fragen gibt, noch in dem Chat abschließend. Ich hätte noch eine, David, und zwar ein bisschen auch zu den Rahmenbedingungen, wenn ihr fliegt. Es gibt ja viele rechtliche Rahmenwerke, dann werden die Drohnen zertifiziert, da verändert sich auch immer wieder was. Wie einfach ist es für euch mittlerweile, so einen Auftrag durchzuführen, Stichwort auch Ausdruckkontrollgenehmigungen und so weiter? Da hat sich ja vieles getan in den letzten Jahren, aber wenn du jetzt so zurückblickst auf eure Projekte, wenn jemand euch beauftragt, wie aufwendig ist es auch dann, diese Genehmigungen zu haben und starten zu können? Also ich muss leider sagen, es ist nicht leichter geworden, sondern es ist schwieriger geworden. Bis letzten Jahres haben wir zum Glück über die Vielzahl der Projekte, die wir machen durften und durch die lückenlose Dokumentation unserer Flüge, die wir alljährlich der Ausdruckkontrolle übermittelt haben, das Flugzeitpunkt, Fluggebiet, Flugzweck hinterlegt, also die haben ganz genau gesehen, wann, wo, wie, was von uns unterwegs war, haben wir auch für schwierigere Szenarien aufgrund dessen, dass unsere Drohnensysteme von technischer Seite her aus zum einen einer sehr strengen Wartung unterliegen, aber zum anderen auch, was die Ausfallsicherheit redundant aufgebaut sind. Das heißt, wir haben mehrere Spannungsversorgungen, mehrere Antriebssysteme, mehrere Flugkontrolle drin, hat es uns ermöglicht, dann über Einzelverfügungen auch Befliegungen durchführen zu dürfen, wo wir vor Jahren nicht geglaubt hätten, dass wir das genehmigt bekommen und das auch mit sehr kurzen Vorlaufzeiten. Mittlerweile dürfen wir nach der neuen EASA-Richtlinie agieren. Das hat hier jetzt wieder ein bisschen die Sache für uns erschwert, muss man ganz ehrlich sagen. Wir arbeiten aber daran, dass wir in den Gebieten, wo wir geschäftlich unterwegs sind, Verfügungen erhalten, dass wir diese Systeme für diesen Einsatzzweck sehr schnell einsetzen dürfen. Es ist sehr stark abhängig davon, in welchen Gebieten wir unterwegs sein wollen. Also wir müssen immer klar trennen, sind wir im bebauten Gebiet unterwegs oder im nicht gebauten Gebiet, haben wir unbeteiligte Personen oder beteiligte Personen, haben wir Menschenansammlungen oder keine Menschenansammlungen. Dahingehend ist eine hohe Dynamik gerade da, wo es eher offen gesagt jetzt ein bisschen schwieriger geworden ist, aber das sind gute Dinge und wir sind da daran, Standardszenarien für uns mit der Ausdruckkontrolle so zu vereinbaren, dass wir hier als Dienstleister in gewohnter Geschwindigkeit Aufträge umsetzen können. Danke auch für den Einblick dazu. Gottfried Mandelburger hat noch zum vorherigen Frage einen Kommentar geschrieben, und zwar, dass beim Hochwasserscheitel gerade durch die hohe Trübe eine gute Signalantwort vom Laserscanner kommt. Also man dürfte dort die Wasseroberfläche sehr gut sehen. Und das ist ja für die Kalibrierung von hydrodynamischen und numerischen Modellen oft sehr wesentlich. Also es dürfte so sein, dass das dort ganz gut funktioniert. Danke, Gottfried, für den Input. Ja. So, ich frage noch mal schnell in die Runde. Gibt es noch eine Frage an den David? Dann noch schnell reinstellen. Und in der Zwischenzeit sage ich nochmal danke, David, auch ebenfalls für deine Expertise und den Einblick auch in eure Firma und eure Tätigkeiten. Eine letzte Frage kommt noch ein von Klaus Kmeliner. Wie lange dauert es noch bis zum automatischen Landen und Starten? Okay, es geht in die Richtung Automatisierung. Ganz ehrlich gesagt, können wir, wollen wir nicht, aus dem einfachen Grund. Der Pilot aus unserer Sicht, bei Skyability, muss, ich will es nicht Beziehung nennen, aber der muss mit dem Flugsystem eins sein.
Und der Start- und Landevorgang ist ein Zeitbereich, wo der Pilot einfach auf Akustik, auf Bedingungen in der Luft, ob Wind geht, wie die Fluglage ist, sind es turbulente Bedingungen, ob die Drohne so agiert, wie wir uns das vorstellen, eine Zeit hat, ein subjektives Gefühl für die Situation aufzubauen. Sobald die Drohne dann im Auftrag drinnen ist, im Mapping drinnen ist, erfolgt es ohnehin automatisiert. Aber zu diesem Zeitpunkt muss der Pilot auch jederzeit in der Lage sein, eingreifen zu können. Und das kann er umso besser, umso mehr er davor ein paar Flugminuten bekommen hat und auch wieder danach. Man muss sich vorstellen, dass unsere Teams mehrere Tage pro Woche draußen sind, wenn das Wetter gut passt. Und die bis zu, ich glaube, unser Rekord im Sommer waren 17 Flüge am Tag zu je 20 Minuten abwickeln. Das heißt, die Systeme sind ständig in der Luft und dann wieder am Boden zum Akku tauschen, dann geht es in die nächste Runde. Da ist einfach der Zeitbereich sehr, sehr wertvoll, wo der Drohnenpilot selbst auch steuern darf, um einfach dieses Gefühl zur Drohne über den ganzen Tag mitzubekommen. Alleine schon auch, wie geht es den Akkus? Die Akkus sind auch ganz ein wichtiges Element in dem Ganzen. Ich denke, dass das sehr wertvoll ist. Ob das uns so erhalten bleibt, kann ich nicht sagen. Ich kenne die Systeme, die neueren, wo das auch schon verkauft oder angeboten wird, dass es per Knopfdruck passiert. Ich persönlich finde das eigentlich ganz gut, dass der Pilot selbst das auch noch aktiv steuert, zumindest für die Start- und Landephase. Okay, ja, danke für den Einblick. Also das Gefühl zur Drohne muss bestehen bleiben, verstehe ich. Auch sehr spannend zu wissen. Ja. Okay, super. Dann würde ich sagen, wir schließen mit der Fragenrunde. Danke an alle für die Fragen. Danke nochmal, David, für deine Zeit und deinen Vortrag. Und ich darf final noch darauf hinweisen, die OVG hat viele Social-Media-Kanäle, die man besuchen kann, auf Facebook, Instagram. Es hat mich jemand gefragt, wo dann das Video zu sehen sein wird, das wir da gerade aufzeichnen. Das kommt auf den YouTube-Channel der OVG. Den finden Sie, wenn Sie auf www.ovg.at gehen. Da gibt es dann dort eine Sektion, wo es auch die Social-Media-Kanäle gibt. Da kann man auch den YouTube-Channel finden. Und dort sind eigentlich viele Vorträge mittlerweile auch nachher noch zum Aufrufen. Also gerne reinschauen, gibt es immer wieder spannende Themen, die man dort findet. Und abschließend noch ein Hinweis, der nächste Vortrag, den wir von der Wiener Gruppe veranstalten werden, ist am 18. Mai. Da wird der Herr McCutcheon darüber reden, wie man räumliche Vorhersagen mit Hilfe von künstlicher Intelligenz, Vektordaten und Semantik trifft. Auch ein sehr spannendes Thema, sehr modern, freue mich da sehr schon drauf und hoffe, dass auch wieder viele den Weg in den Call finden. Und bis dahin wünsche ich allen ein paar gute Wochen, bleiben Sie gesund und bleiben Sie uns treu und schauen Sie bitte auf die Social-Media-Kanäle von der OVG. Nur gemeinsam können wir die Vermessung sichtbar machen und bitte mitspielen. Und dann wünsche ich allen einen schönen Tag und sage nochmal Danke für das Teilnehmen am Call und am Vortrag. Dankeschön. Danke sehr.